So, meine Freunde, ich bin's mal wieder, euer Regi, und heute habe ich ein Informationsvideo für euch mit einer Nachricht, die mich persönlich sehr hart abfuckt, ja? Und dieses Video soll euch da informieren, dass ihr denselben Fehler bitte nicht begehen sollt und vor allen Dingen, dass ihr euch da keine Sorgen machen braucht. Und nicht nur das, es geht vor allen Dingen auch darum, dass ich damit vielleicht sogar so eine kleine Diskussion starten soll. Weil es ist echt etwas, was für mich Sonne und Mond von ganz oben, von 100% richtig hart absacken lässt. Okay? Und zwar habe ich gestern schon auf Twitter etwas durchsickern lassen. Mir ist etwas widerfahren, als ich hier im Festival Plaza war, was mich erst im ersten Moment echt geschockt hat. Ja, da habe ich erstmal gedacht, was soll denn das? Was ist hier gerade passiert? So habe ich tatsächlich reagiert. Ich zeige euch mal Folgendes. Wenn ich im Festival Plaza auf Tauschen gehe, das ist diese blaue Option, die ihr unten im Touchscreen seht, da kann man das GTS benutzen, was ich dann halt tatsächlich benutzt habe. Story kommt gleich dazu. Man kann dadurch den Wundertauschmodus betreten, seine Pokémon in den Wundertausch schicken. Und es gibt noch eine dritte Funktion, die habe ich jetzt gerade aber leider nicht im Kopf. Jedenfalls, ich habe gestern das GTS benutzt und ich bin disconnected. Aber nicht seitens mir, sondern seitens Nintendo. Aber das scheint denen komplett egal gewesen zu sein, weil wir werden jetzt Folgendes sehen. Wenn ich jetzt nochmal tauschen möchte, kriege ich eine Nachricht angezeigt. Dein letzter Linktausch bzw. deine letzte Nutzung der GTS wurde durch einen Verbindungsfehler, unerwartetes Ausschalten des Systems oder aus ähnlichen Ursachen abgebrochen. Du kannst daher vorübergehend keine Pokémon tauschen. Bitte versuche es später nochmal. Das war vor über 24 Stunden. Vor über 24 Stunden habe ich versucht, das GTS zu benutzen, um mir meine fehlenden Ultra Beasts zu besorgen, ja? Kleiner Spoiler im Vorweg, ja? Man kann in einer Edition alleine nicht alle Ultra Beasts bekommen, man muss halt tauschen, ist klar, ne? Und ja, habe ich halt versucht, übers GTS, hat bei dem einen Pokémon gut geklappt, bei dem zweiten war ich gerade mitten dabei, wollte ein Angebot annehmen, habe das Angebot akzeptiert, mein Pokémon ausgewählt, alles schien reibungslos abzulaufen, ich war gerade in dem Screen, wo es hieß, sorgt dafür, dass deine Internetleitung stabil ist, etc. pp. Ja, und ich bin rausgeflogen. Hab natürlich direkt geguckt, liegt das Problem bei mir? Nope, ich war mit dem Computer im Internet drin, ich war mit meinem 3DS noch im Internet drin und ich habe mir nur gedacht, was soll denn der Scheiß? Bin rausgeflogen. Hab daraufhin natürlich direkt versucht, meine Suche fortzusetzen und dann habe ich diese scheiß Meldung bekommen. Ich habe diese beschissene Meldung bekommen, vor über 24 Stunden. Und jetzt sitze ich da und kann nicht tauschen. Hab ich gedacht, okay, kein Problem. Ich kann ja vielleicht die drei Tage, also zu der Länge kommen wir auch noch, ja, zu der Länge kommen wir auch noch. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Dann habe ich mir gedacht, okay, kein Problem. Ist wahrscheinlich etwas, was nur online funktioniert. Kann ich halt online nicht tauschen, kein Problem. Warte ich halt, bis ich entsperrt werde. Ich dachte erst, das ist nur für eine Stunde oder sowas in der Art, ne? Wird ja reichen. Nee, ist jetzt seit über 24 Stunden her. Habe mir gedacht, okay, tausche doch zwischen deinen beiden DS. Ja, ich habe zwei DS, ich habe einmal den hier. Und ich habe einmal meinen Aufnahme-DS, den hier. Ich habe natürlich versucht, zwischen den beiden DS zu tauschen. Mir fehlen zum Beispiel noch die Starter-Pokémon, weil ich gerade dabei bin, meinen Alola-Dex voll zu machen. Nein! Die sind natürlich noch so schlau und belegen einen nicht nur mit einem Online-Tauschmalus. Nein! Die sagen natürlich, man darf nicht mal mehr lokal seine Pokémon tauschen. Über den DS oder über das Spiel, was nicht gesperrt worden ist, kam nämlich die Meldung, oh, dein Tauschpartner scheint in irgendeiner Form einen kleinen Ban zu haben. Du kannst mit dieser Person nicht tauschen. Well done, well done. Ich bin gerade mittendrin dabei, meinen Alola-Dex voll zu bekommen, weil ich diesen beschissenen Schiller pinnen möchte, um meine Shiny-Chance zu erhöhen. Ist klar. Ja, aber ich kann meinen DS jetzt, oder ich kann meinen Alola-Dex jetzt nicht weiter voll machen. Well done. Ich habe so gut wie alle Pokémon gefangen, ja, die ich fangen kann. Aber es gibt natürlich Pokémon, die ich in Mond nicht bekommen kann. Ich kann nicht die anderen beiden Starter-Pokémon-Familien bekommen. Ich kann nicht Pokémon aus Sonne bekommen. Und ich kann nicht tauschen. Well done. Das heißt also, ich warte jetzt seit über einem Tag, dass diese beschissene Sperre hier abläuft, damit ich endlich diese Pokémon bekommen kann, um meinen Schillerpin entgegenzunehmen. Aber nein, anscheinend denkt man sich, man muss jemanden, ja, mit einem also mindestens eintägigen, wenn. Okay, cool.
Ein Tag Bann, boah, kann man mal machen, nur wenn man mal kurz aus dem Internet geflogen ist, ne? Ja, kann man diese Person sperren. Und ich habe jetzt auch das Schlimmste, kommt noch, ich habe gelesen, diese Sperre kann bis zu 3 Tage, also 72 Stunden gehen. Ist das euer beschissener Ernst? Bis zu 3 Tage? So, ich weiß nicht, ob das auch die Kämpfe online betrifft. Das wollte ich gleich nochmal abchecken, weil wenn das auch die Kämpfe betrifft, kriege ich so einen Hals. Da kriege ich echt so einen Hals. Aber ich sitze jetzt da, ich kann keine Pokémon tauschen, ich kann das GTS nicht benutzen, ich kann die Wundertauschfunktion nicht benutzen. Faktisch spiele ich gerade Pokémon im Singleplayer. Faktisch sitze ich jetzt da und kann meine Pokémon, die sich per Tausch entwickeln, nicht tauschen. Ich sitze da und denke mir nur so, cool, ich komme mir verarscht vor. Ich kann verstehen, dass man so eine Option in das Spiel einbaut. Seit der 4. Gen ist es zum Beispiel üblich, der 4. Gen fing das an mit dem GTS, aber das GTS wurde auch teilweise dafür missbraucht, um Pokémon zu klonen. Okay, kein Problem, passiert, sehe ich ein. Pokécheck und so weiter hat das dann in der 5. Generation fortgeführt und wie das in der 6. Gen war, habe ich keine Ahnung. Wahrscheinlich war das auch irgendwie buggy oder so. Und man will jetzt halt präventiv vorbeugen. Aber ich bitte euch, ihr könnt auch nicht Leute, die wegen euch aus dem Internet fliegen, bannen. Das geht doch nicht. Ich meine, das ist ein Softbann. Ist mir schon klar. Ich meine, allein, dass da steht, du kannst vorübergehend keine Pokémon tauschen, das signalisiert, das ist ein Softbann. Das ist kein Bann von wegen, ja, du kannst jetzt gar keine Pokémon mehr tauschen. Das ist ein Softbann. Cool. Aber please, 24 Stunden? Haut mich eine Stunde raus. Ist okay. So eine Message von wegen, komm, hol dir besseres Internet. Wobei mein Internet schon stabil ist. Aber gut, okay, kann ich akzeptieren. Eine Stunde, pff, warte ich ab. Aber was, wenn das jetzt was ist, wo ich mir so denke, geil. Irgendeine Tauschbörse, da hat jemand gerade ein super Angebot drin, das will ich entgegennehmen. Pff, sorry. Ich habe einen Tauschbörse. Geil, ne? Ist natürlich eine Top-Funktion, die Nutzer dazu animiert, ja, das Spiel weiterzuspielen. Weil mich fuckt das gerade echt ab. Also, meine Lust ist da sehr, sehr stark gesunken. Und jetzt für euch nur mal als Warnung, falls ihr irgendwie gerade nicht stabiles Internet habt, aber die Tage darauf vorhabt, oder die Woche, Monate darauf, ich weiß ja nicht, wie lange der denn geht, Quatsch, aber der wird nicht so lange gehen, dann sag ich euch, sorgt dafür, dass ihr vernünftiges Internet habt, ja? Wenn euer Internet nicht stabil ist, dann würde ich die Funktion auf jeden Fall nicht benutzen, aber es ist halt echt, keine Ahnung, lächerlich? Also ich finde das schon echt lächerlich. Also mir geht das schon echt auf die Nerven, muss ich gestehen. Und ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt meinen Dex die nächsten Tage voll bekommen soll. Ich meine, ich hätte den Shiny Pin. Den Shiny Pin hätte ich heute noch locker bekommen können. Aber durch diese Option, durch diese Funktion, glaube ich, wird das nichts mehr. Ich habe auch irgendwie gerade keine Lust an irgendwie die fehlenden Pokémon jetzt. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ja, aber für euch nochmal als Warnung, sorgt dafür, dass ihr vernünftiges Internet habt, wenn ihr die Tage darauf noch irgendwas starten wollt. Und für die Leute, die unter uns, die zum Beispiel eine Wonderlock machen sollen, oder on Stream vor allen Dingen, oder keine Ahnung, ihren Zuschauern Pokémon in den Wundertausch stecken wollen, weiß ja nicht, ne? Ja, viel Spaß. Wenn ihr einmal kurz disconnectet, denkt das System, ihr seid beschissene Hacker bzw. Cheater. Und ihr kriegt einen temporären Ban. Ist natürlich top. Ich weiß nicht, wie das in Online-Kämpfen ist. Probieren wir jetzt mal aus, vielleicht online zu kämpfen. Okay, Online-Kämpfe scheinen anscheinend zu gehen. Aber ich bin mir sicher, dass es auch in Kämpfen so ist. Die werden wahrscheinlich jetzt nicht Tausch von Kämpfen trennen, dass wenn du irgendwie aus dem Kampf fliegst, dass du auch einen temporären Ban bekommst. Ich weiß es nicht, ich meine aber, es müsste auch so sein. Und wenn das tatsächlich auch so ist, cool. Kriegt irgendeiner einen Disconnect in einem Kampf und beide Spieler kriegen dann einen temporären Ban oder was? Das ist ridiculous, wirklich ridiculous. Warte mal, kann ich das überhaupt machen? Linkkampf? Einzelkampf? Okay, das scheint noch zu funktionieren. Ja, Leute, wie denkt ihr über dieses Thema? Und ich weiß nicht, habt ihr schon Erfahrungen damit gemacht? Ich muss gestehen, das ist eine Funktion, die will ich aus dem Spiel haben. Also wenn die weiterhin im Spiel drin ist, ich weiß nicht, wie das ablaufen wird, aber die wird das Online-Erlebnis bestimmt hart verändern. Und zwar sehr, sehr stark ins Negative, weil
Ich bin jemand, wie gesagt, ich habe in dieser Gen vorgehabt, nicht ein einziges Mal irgendwas Krummes auszuprobieren. Ich wollte diese Gen einfach genießen und Spaß haben. Kann ich jetzt aber leider nicht. Das ist jetzt schon so ein richtiger Schlag in den Unterleib. Also Leute, schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Das soll, wie gesagt, gerade zur Diskussion anregen. Vor allen Dingen auch Leute informieren, die sich dieses Problems nicht bewusst sind. Aber ich fühle mich gerade echt schon stark belogen und betrogen, muss ich gestehen. Nachdem ich die Tage dieses Spiel so gelobt habe und so gesuchtet habe. Leute, wenn es euch gefallen hat, könnt auch gerne mal eine positive Bewertung da lassen. Haut rein. Ich wünsche euch was. Heute wollten wir auch noch streamen. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Ansonsten haut rein. Ciao, euer Regi.